Guten Morgen, Freunde. Endlich schneit es. Das ist zwar unglaublich, aber in Deutschland haben wir Schnee. So. Da oben ist meine 1250 Watt Gartensolaranlage angebracht. Wie man sieht, absolut zugeschneit. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob trotz dessen, dass wir, ja, wir haben hier in etwa Zentimeter Schicht drauf, vielleicht 1,5, vielleicht sogar 2. Trotz der Schneeschicht überhaupt noch Strom erzeugt wird. Ja, schauen wir mal ganz wacker. Also, und was zeigt das Gerät? 1 Watt. Wir erzeugen gerade 1 Watt Strom. Das heißt, wenn ich jetzt eine Lampe anschließe, guck mal, da geht es in die andere Richtung, 2,2 Watt. Naja. So, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn, wenn ich jetzt das Ganze einmal sauber putze. Kleines Stück. Ein bisschen sauber geputzt, sag mal ein Drittel von einer Solarzelle. Und schauen wir mal, das zeigt immer noch 1 Watt an. Ah, 1,2109. Also bei solchem Wetter wie heute, das scheint nicht so wirklich was durchzukommen. Scheint noch nicht mal ganz so wichtig zu sein, ob Schnee drauf ist oder nicht. Viel bringt das Ganze nicht. Trotzdessen eine spannende Sache, im Sommer macht es wirklich Spaß zu sehen, dass wir mit der 1250 Watt Solaranlage bis zu, ja, ich sag mal, 1100 Watt pro Stunde erzeugen können. Also wenn Spitze ist, aber es ist halt zur Optimalzeit, kommen 1100 Watt bei. Schon eine ganz witzige Geschichte. Ja, was soll ich sonst sagen? Genießt das wundervolle Wetter. Den Schnee. Es ist einfach genial. Ich liebe es. Ich liebe den Schnee. Ich liebe, wenn alles so weiß ist. Alles zugeschneit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.